So, liebe Leute, den Beitrag widme ich dem lieben Tim, weil er unter anderem Schreiner ist, sich also weitestgehend mit Holz auskennt und weil er Stadtrat ist. Folgender Artikel hat mich, ja, sehr geärgert, weil viele Halbwahrheiten drinstehen. Ja, Politiker wollen Änderungen im Stadtwald. Die Wälder der Stadt Chemnitz leiden unter dem Klimawandel. Behauptung aufgestellt. Wie geht's weiter? Die Stürme der vergangenen Jahre haben viele Bäume zu Fall gebracht. Die Trockenheit der letzten 2 Sommer setzte den Fichten stark zu. Ohne ausreichend Feuchtigkeit können sie nicht genug Harz entwickeln, um sich gegen den Borkenkäfer zu wehren. Dieser kann sich ungehindert in den Fichten einnisten und sie damit bis zum Verfall schwächen. Stimmt soweit. Wie geht's weiter? Noch ist nicht klar, wie der Wald in die Zukunft überführt werden kann. Die Grünen und die SPD des Stadtrates verlangen deshalb eine Änderung in der Bewirtschaftung des Stadtwaldes. Deshalb haben beide Parteien Beschlussanträge dazu eingereicht. Ob es wirklich ausreicht, den Wald in Ruhe zu lassen, lässt sich noch nicht abschätzen. Noch spielt der wirtschaftliche Faktor des Stadtwaldes eine große Rolle. In der Vergangenheit kamen durch den Holzverkauf knapp 500.000 Euro in die Kasse der Stadt. Im letzten Jahr sind diese Einnahmen um 50% eingebrochen, da durch den bundesweiten Borkenkäferbefall der Preis für Fichtenholz extrem runtergegangen ist. So, da ist der erste Knackpunkt aus meiner Sicht. Der Preis ist natürlich nicht wegen des Borkenkäferbefalls runtergegangen, sondern weil man die Restbestände, die noch gesund sind, schützen möchte. Deswegen werden die Bäume, in dem Fall Fichten, mit dem Borkenkäferbefall gefällt. Und ich glaube, sie werden feucht gehalten und die Rinde wird eventuell abgemacht, weil der Borkenkäfer setzt sich eben in die Borke oder unter die Borke und trennt so die Bahnen ab, die das Wasser nach oben transportieren. Zumindest einfach vereinfacht gesagt. Also, was hat man gemacht? Man hat sehr viel Holz gefällt. Und was passiert, wenn viel Holz im Angebot ist, der Preis sinkt? Man wird also das Holz nicht los, der Borkenkäferbefall ist also nur indirekt dafür zuständig. So, hier steht also in dem Artikel drin, dass noch nicht klar ist, wie dieser Wald in die Zukunft überführt werden kann. Da klicke ich mal ganz kurz in den nächsten Tab und da steht im Sächsischen Waldgesetz, Paragraph 48, periodische Betriebs- und Wirtschaftspläne. Erstens, die Bewirtschaftung von Körperschaftswald. Nee, der Bewirtschaftung von Körperschaftswald sind periodische Betriebspläne, die von der oberen Forstbehörde aufzustellen sind und jährliche Wirtschaftspläne zugrunde zu legen, die sich auf alle wesentlichen Wirtschaftsmaßnahmen erstrecken und den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft entsprechen müssen. Punkt 1. Punkt 2. Nächster Tab. Man findet auf der Seite von Chemnitz eine Seite, die nennt sich Kommunalwald. Hier werden die bedeutenden Kommunalwahlflächen innerhalb des Stadtgebietes aufgelistet. Dann gibt es hier einen Unterpunkt, der heißt mittelfristige Betriebsziele. Also natürlich hat Chemnitz wie auch Dresden einen Betriebsplan und zwar einen mittelfristigen, der geht über 10 Jahre. Dann gibt es noch einen für jedes Jahr. Und was steht hier unter anderem drin? Das, Moment, wo ist es? Fichtenverjüngung, wo war's denn? Walderschließung. Jetzt muss ich kurz suchen. Irgendwo stand, wann Bäume gefällt werden. Ich suche nach der Zahl 80. Da steht's doch. Produktionszeiten, Umtriebszeiten und Zieldurchmesser orientieren sich an denen des Staatswaldes, in Klammern Landesforstpräsidium, bei einer gemeinen Fichte 80 bis 100 Jahre, das heißt einen Stammdurchmesser von größer 40 cm. Rotbuche braucht dafür ungefähr 140, nee, das sind 60, Eiche 180 Jahre, das heißt, es ist relativ klar festgelegt, in welchem Alter oder ab welchem Alter und ab welchem Stammdurchmesser ein Baum gefällt wird. Weiterhin steht hier drin, dass bei der Ernte oder bei dem Abholzen des Waldes der sogenannte Femelhieb, suche ich auch mal danach, Femelhieb bevorzugt wird. Das heißt, es sollen einzeln oder gruppenweise Entnahme von Bäumen stattfinden, ungleich über den Bestand verteilt zur Vorbereitung
oder zur Förderung vorhandener Verjüngung verstanden werden und insgesamt zur Strukturierung der Bestände beitragen. So, was will ich damit sagen? Die Verwaltung, in dem Fall die Stadtverwaltung Chemnitz oder auch die von Dresden, erstellen Betriebspläne, sie richten sich nach Recht und Gesetz und es wird weniger Holz dem Wald entnommen, als nachwächst. Ich habe die Zahlen auf Anhieb nicht gefunden. Ich glaube, der Waldzuwachs beträgt sowas wie 6% oder was und davon darf die Hälfte, also 3%, dem Wald wieder entnommen werden. Das dürfte in Chemnitz genauso sein wie in Dresden. Das heißt, die Stadtverwaltung hat einen Plan und meiner Meinung nach, sind die Grünen und die SPD des Stadtrates hier populistisch, weil sie eine Änderung der Bewirtschaftung des Stadtwaldes fordern und wissen offenbar gar nicht genau, was es mit der Bewirtschaftung auf sich hat. Auch in Chemnitz wird ziemlich sicher, abgesehen von Forstschäden, weniger Holz dem Wald entnommen als nachwächst. Das heißt, der Chemnitzer Stadtwald wächst, der Dresdner Stadtwald wächst und auch über Sachsen gesehen wächst die Fläche, auf der Wald wächst. Es wird weniger entnommen als nachwächst. Was habe ich mir noch rausgesucht? Dresden. Auf der Sitzung des kommenden Stadtrates am 5. März steht ein Punkt, der heißt Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel im Produkt Wald für den Zeitraum 2020 bis 2024. Also 4 Jahre ist mittelfristig, 10 wäre wohl langfristig. Und da habe ich mir die Vorlage angeguckt. Und in der Begründung steht also drin, Moment, ich gehe nochmal in den Antragstext. Der Stadtrat beschließt zusätzliche Mittel im Produkt Wald- und Forstwirtschaft zur Beseitigung der Schäden durch Windbruch und Borkenkäfer zur Verfügung zu stellen. Mit dem Jahresabschluss 19 ist für die Beseitigung der Schäden im Produkt Wald- und Forstwirtschaft eine Rückstellung zu bilden. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für Auszahlung im Haushaltsvollzug 2020 ist durch die Deckung des Jahresergebnisses 2019 des Geschäftsbereichs Umwelt und Kommunalwirtschaft abzusichern. Und hier steht noch, für die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Rückstellung stehenden Auszahlungen ab dem Jahr 2021 sind im Doppelhaushalt 2021-22 und im Finanzplanzeitraum bis 2024 zu berücksichtigen. Also, die Verwaltung sagt, lieber Stadtrat, wir brauchen Geld, um die Schäden zu beseitigen und um neue Bäume zu pflanzen. Und der Verkauf von Holz reicht dazu nicht aus, also gebt uns bitte einen Zuschuss. Die Verwaltung hat es ordentlich erarbeitet, wie ich hier sehe, und in der Begründung lesen wir. Bis zum ersten Quartal 2019 traten Sturmereignisse und Nassschneebruch auf, der die kommunalen Waldteile erheblich geschädigt hat. Hinzu kommen weitere Sturmereignisse im Herbst-Winter 2019. Die heißen und trockenen Sommer der letzten beiden Jahre führten zu sekundär gravierenden Auswirkungen auf den Wald durch Fichtenborkenkäfer. Zunehmend werden auch Kiefer, Lärche und Buche verstärkt durch andere Schadinsekten befallen. Die Entwicklung der Schadsituation ist nicht absehbar und kann nur zum aktuellen Zeitpunkt geschätzt werden. Es wird angenommen, dass bei der vorliegenden Kalamität in Anführungszeichen nur 50% der über 50-jährigen Fichtenbestände flächig ausfallen und sich die Ausnahmesituation aus Windbruch und Borkenkäferbefall nach 5 Jahren wieder ökologisch beruhigt. Nach dem Sächsischen Waldgesetz sind durch Waldschäden entstandene Kahlflächen innerhalb von 3 Jahren wieder zu bestocken. So, was steht hier noch? Trockenheit verstärkt, bla bla bla. Ich glaube, das sollte das gewesen sein, was... Ah, hier steht noch was. Die Waldbewirtschaftung ist im Haushaltsplan einnahmefinanziert. Eine Deckung des Mehraufwandes zur Schadensbeseitigung und Wiederaufforstung kann innerhalb des Produktes Wald- und Forstwirtschaft nicht erbracht werden. Die Stürme und die Trockenheit führten zu einem Überangebot an Holz auf dem europäischen Markt. Die Aufnahmekapazität der Holzabnehmer ist erschöpft. Ein deckungsfähiger Ertrag aus dem Holzverkauf ist demzufolge nicht ansetzbar. So, der Mehraufwand für die Schadensbeseitigung insgesamt über 5 Jahre 720.000 Euro. Der Betrag deckt nur die Schadensbeseitigung und Wiederaufforstung der bisher bekannten Flächen ab.
Für das Jahr 2020 wurden bisher 4,7 Hektar Aufforstung von Schadflächen mit einer Zuwendungssumme von insgesamt 26.481 Euro beantragt. Die Förderprogramme sind derzeit überzeichnet, so dass der Mehraufwand durch Eigenmittel finanziert werden muss. Bewilligte Zuwendungen werden als Minderbedarf in den entsprechenden Folgejahren berücksichtigt. Und jetzt, um zum Ende zu kommen, Anlage 1, Mehrbedarf entsprechender Haushaltsjahre, gibt es hier eine schöne Tabelle. Insgesamt werden also 2020 176.000 und in den nächsten 4 Jahren 136.000 Euro benötigt. Das ist auf einen städtischen Haushalt von rund 1,7 Milliarden Euro ein Fliegenschiss, ein Peanutzins. So, ich schließe das wieder und gehe zurück zum Anfang nach Chemnitz. Grüne und SPD verlangen hier also eine Änderung der Bewirtschaftung. Dabei ist klar, die Stadtverwaltung hat den Plan im Sack, sie weiß, was zu tun ist. In dem Video hier oben, ich verlinke den Artikel, kann man sich das Ganze auch nochmal vertont angucken, mehr oder minder steht das Gleiche drin wie im Text. Und also Alarmismus im Zeichen des Klimawandels und das Wirken der Verwaltung wird eben nicht erklärt und unterstützt, sondern um sich selber als Klimaschützer zu gerieren, machen Grüne und SPD in dem Fall ja einen auf Populismus, Klimapopulismus. Das soll aber angeblich der gute Populismus sein. Ich finde, das untergräbt das Vertrauen der Menschen in die Stadtverwaltung und auf kommunaler Ebene gehört der Stadtrat, Gemeinderat eben zur Stadtverwaltung dazu, nicht wie im Landtag, wo es eine Exekutive gibt und eine Legislative. Im Bundestag oder im Bund ist es ähnlich. Eigentlich sollte die Stadtverwaltung unterstützt werden von den Stadträten, natürlich auch kontrolliert, natürlich soll auch gelenkt werden, aber hier ist es reiner Populismus und damit will ich es bewenden lassen. So, Aufnahme aus.